Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit eurer Lieblingsmoderatorin hallo. Jasmin! Ja, hallöchen. Bisschen mehr Elan. Hallo, mit was repariere ich denn jetzt hier meine Axt? Reparaturkit. Scheiße. Möchtest du eins haben? Hier hast du zwei. Ich bin heute spendabel, ich habe die Spendierhosen an. So, wir wollten ja eigentlich zum Händler heute, ne? Ja, wollten wir das? Ja, der Tag ist jung und wir wollten... Ne, warte mal, ich habe eine Quest. Ich wollte mir nicht irgendwie alles sammeln für Munition? Ja, das machen wir ja nebenbei, weil ich brauche doch nur noch drei Büchlein für den Zementmischer. Und dann geht die richtige Action ab. Wo wolltest du jetzt lang gehen? Hier lang. Kannst du mein orangenes Ausrufezeichen sehen? Ja, in 400 Metern. Ja, genau, da will ich hin. Was ist das jetzt hier alles? Du hast gebaut? Nein, das war schon. Das ist vom Spiel vorgegeben. Ja, dann kann ich mir die Rahmenform klauen. Nein. Warum nicht? Nein, das vorgegeben. Nee, das Spiel stürzt ab, wenn man die wegnimmt. Ja, das ist so ein Bug, habe ich gelesen. Mhm. Ich habe hier irgendwas Pieksiges in meiner Decke. Bestimmt eine Wespe. Nee. Eine Bettwanze. Nee, eine Feder. Mann. Bestimmt, weil du so ein wunderschöner V bist. Hier ist Loot drinne. Oh, hier, ey. Echt? Na, hier die Dings. Ach so, ja. Ja, brauchen wir alles. Ja, hier in der Hütte selber könnte der Loot auch schon wieder respawned sein. Also die Zombies sind auf jeden Fall on start. Ja, sind sogar dieselben wie letztes Mal. Die sind nicht klein zu kriegen, die Bengel. Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Okay, reicht. So, ab dafür. Möge der wilde Loot beginnen. Ja, da liegt auch ein faulen Haut rum. Da ziehe ich den vom Geld ab. So. Ach, das ist das Ding hier gewesen. Hier war ich schon mal drin und bin dann geflohen. Ei? Aua. Ja, du wartest ja auch nicht auf mich, dass wir das zusammen machen. Weil hier war ganz reichhaltige Action. Ja, Vögel. Nein, drinne. Hier ist aber nichts mehr, ne? Nee. Lass uns wieder gehen. Hä, wieso gehst du nicht nach oben? Verdammt, sie hat's gesehen. Wie konnte sie diese dezente gelbe Leiter übersehen auf grauem Untergrund? Ja. Guck, ist hier jemand? Ja. Das ist ein Dicker, ne? Ja, der ist dick. Ja, genau. Das ist irgendwann so frech. Irgendwann bricht unsere Bettlehne ab. Du fängst an, weißt du, und auf mich geht er los. Baut sie? Natürlich! Bist du infiziert? Ah. Nee. Konnte der mich denn jetzt so schnell beißen? Ich stand doch voll weit oben. Hier ist der Hauptblut? Da warst du doch schon mal drinne. Da sind ja sogar noch deine Blöcke. Ja. Ja, du gehst vor. Mach mal. Hier noch einer? Wie, warte. Bleibst du jetzt oben? Nein. Ah, okay. Warte, bevor wir hier reingehen, lass mich nochmal rein. Jetzt geh nochmal weg da! Ja, ich komme doch selber nicht weiter. Okay, danke. Ich muss einmal kurz den Tiger rausschmeißen. Ah. Wieder so weit.
War schon wieder so weit. Ja, diese Katze. Okay, hier sind aber noch mehr, ne? Ist mir klar. Warst du schon mal hier? Da oben ist eine Kiste. Aber es ist mir klar, dass hier noch mehr kommen. Woher? Ist das typisch für das Spiel? Da ist ein Dicker, ne? Wo? Warte, ich guck mal, ob ich da zumindest schon mal einen Pfeil vorschießen kann. Hat sich erledigt. Hast du den mit einem Schuss gekriegt? Nee, sicher. Sicher habe ich den mit einem Schuss. Jasmin. Ja, sicher, bitte. Sagt er. So sicher ist das gar nicht bei dir manchmal. Hier ist ein Tresor. Bitte, Jasmin. Okay, volle Konzentration. Warum? Ich knack gerade ein Schloss. Was ist das? Acht Magnum Munition und eine Mod. Magnum haben wir gar nicht, ey. Aber Munition. Ja, genau. Alte Sau hier. Hier ist gar nichts, ne? Es geht noch weiter. Ja, nee, ich mein... gelbe Augen, gelbe Augen, viele gelbe Augen, viele gelbe Augen. Aua! Ah, Hilfe! Hilfe, Jasmin! Oh, ich habe keine Ausdauer! Oh. Na, Moment. Meine Fresse, ey. Bist du auch infiziert? Nö. Da kommt noch irgendwo irgendwer. Ja, hier um die Ecke. Hat die auch noch Hunger, ist sag mal. Ist aber nur eine Frau. Mit der kommst du ja wohl klar, oder? Hallo, du liebreizendes Wesen. Du siehst heute wunderschön aus. Es hat sie aus den Socken gehauen. So ein Kompliment von mir. Ha? Die hat ja wirklich einen Flipper an. Ja, und der ist dreckig. Das ist voll das Labyrinth hier, ey. Ja, toll. Willst du mich verarschen? Aber hier war doch auch noch eine Tür. Hier ist auch noch eine. Aber die ist zu. Die ist schön. Wo? Ah, ja. Gut, hier kommen wir her. Ah. Ethika. Hier ist noch ein Gitter. Müll. Hier steht auch der Hauptloot. Von da hinten sind wir hier runtergefallen. Ja, wo bist du? Hier. Ah, okay. Wollen wir, lass mal den Gang erstmal ein Stück zurückgehen. Aua! Okay, oder auch nicht. Okay, das war's gleich wieder mit mir hier, wetten? Ja, ich hab die Aufmerksamkeit auf mich. Alter, diese Rocker, die sind nervig. Alter, du hast ihn in Luft aufgelöst. Ja. Dann nennt mich auch den Vanisher. Vorsicht, Dicker explodiert, Dicker explodiert. Lauf, oh, weg. Ich konnte ihn noch abknallen. Ich bin gelaufen. Hast du gesehen, wie schnell ich laufen konnte? Ja, du warst so sportlich wie noch nie. Panik, ey. Was haben wir denn hier an Medizin? Oh, da war ein Buch für dich drin. Ich habe das mal eingesteckt. Oh. Oh, sehr gut. Dann braucht man nicht immer übers Dach gehen. Ja, aber ich dachte, das wäre schon wieder... Ey, ich und diese Schlüssel. Eigentlich dürfte ich die gar nicht mehr anpacken. Oh, hier ist noch ein... Ach, Medical Journal. Und zwei Reparaturkits. Das ist gut.
Sauce and Farming. Kein Geld für Samen. Erfahre, wie du Samen aus deinen... Ja. Okay, ich knack mal die Truhe, ja? Hm. Psch, ich muss mich konzentrieren. Okay, ich hab's. Für mich interessant, für mich interessant. Möchtest mein du Gott. Hier erstmal reingucken, ob du davon was haben willst? Soll ich das alles mitnehmen? Ja, wenn du möchtest. Oh. Warte. Jasmin, warte. Ich habe was richtig Tolles für dich. Okay. Pass auf. Einmal. Ja. Und jetzt? Oh, was ist das denn? Ja, haben wir doch schon. Aber eine Stufe 2, doppelläufig. Hier hast du ein bisschen Munition. Lad gleich nach. Ich kann jetzt Gipsverband freigeschaltet. Oh, schön. So, dann haben wir die Hütte hier durch, wa? Ich denke. War jetzt nicht so schlimm, wie du gedacht hast, aber... Warum? Ja, dann können wir ja Richtung Quest gehen. Wir questen mit dem Besten. Naja, meine Gesundheit ist ein bisschen, hat ein bisschen gelitten hier. Willst du einen Verband haben? Bringt das bei Gesundheit was? Mhm. Nee, hab ich selber. Mann. Wie schön leer die Straßen sind. Oh, warte mal. Gammelfleisch. Okay, hier ist alles leer. Okay, du nimmst einen Baum mit, ich baue Stein ab. Geil. Ich nehme immer beides mit, weil ich beides Boah. Brauche. Bist du verrückt? Der ist fast auf mich draufgefallen. Ja, aber nur fast, schade. Du musst schon ein bisschen... Bitte was? Mhm. Jasmin? Habe ich ein bisschen falsch kalkuliert, würde ich sagen. Habe ich was Falsches gemacht? Du atmest. Ich kann damit aufhören. Wenn es dich glücklich macht, ich höre damit auf. Ja, man würde mich sehr glücklich machen. Hast du das gehört? Nee. Dein Herz ist gebrochen, ja, bla bla. In mir ist etwas zerbrochen. Ja, aber nicht dein Herz. Dafür bräuchte man eins. Oh. Okay. Das nehme ich jetzt gefasst wie ein Mann hin. Hast du schon eine Träne im Auge? Ich werde höchstens eine halbe Stunde weinen. Mhm. Geil, Steine. Mm. Aber das gönne ich dir nicht, dass du das hörst. Das mache ich heimlich unter der Dusche. Ja. Wolltest du jetzt hier rein? Nee. Ich wollte erstmal zur Quest. Ich hoffe ja immer noch auf mein Forge-Head. Ein Kanickel. Alles leer hier. Forge-Head. Jasmin, rate mal, was ich gefunden habe. Forge-Head. Ein Forge-Dingsbums. Ist das hier die Quest? Nee, hier. Ich müsste mal was dinieren. Noch ein Forscher-Dingsbums.
Okay, soll ich gleich starten oder wollen wir einmal reingucken? Ja, nee, einmal bitte starten. Okay, habe ich gemacht. Wollen wir durchs Fenster einsteigen? Die Einbrecher? Ling, ling, ling. Psst, wir brechen noch ein. Okay, warte. Da ist der betrunkene Hausbesitzer. Okay, er schläft jetzt. Jedes Mal stehe ich auf den drauf. Ich verstehe das nicht. Du stehst wohl auf ihn, wa? Hinter dir. Du hast mit einer absoluten Pirouette zu mir hingeschlagen. Das sah ja ulkig aus. Ulkig. Bist du hin? Oh, er mit seiner scheiß Knarre ständig. Der hat gepochert. Ja. Zieh ihn eine drüber. Ich hatte Angst. Er war wesentlich breiter als ich. Bist du ein Angstschießer, was? Ich hab mir vor Angst in die Hosen geköttelt. Aber nur, weil ich dumm bin. Endlich sieht das mal ein. Achso, Vorräte müssen wir suchen hier. Ja, ich musste gerade mal überlegen, was ich hier eigentlich mache. Ach, man könnte die abbauen, aber... Mein Gott, wie viel können wir denn essen hier? Wo bist du denn? Ich hab hier einen dicken. Jo, und jetzt kommt die Musik. Ja, ist aber nur einer bis dato. Nee, Big Mama kommt auch schon. Ja gut, er hat seine Schwester nicht gebracht, ne? Aber das ist ja... Das ist ja ganz legitim bei Besuch, ne? Oh, Dick Bar, da kommt noch eine. Es waren Zwillinge. Mir eine gezogen, ey. Oh, Rootback. Rootback. Nimm mal die dicke. Nein! Jasmin, ich möchte immer noch selber entscheiden, wen ich hier nehme, ja? Alter, da ist aber auch Masse, ey. Ja, Masse statt Klasse. So, wo haben wir denn hier? Da. Also höchstwahrscheinlich oben ist die Tasche. Aber das waren jetzt noch nicht alle, da kommen noch welche, oder? Draußen sind zwei. Müll hat da nicht gerade durchgeguckt hier, ey. Aber hier unten geht's ja auch noch weiter. Ach du heiliger Bimbam. Wo bist du jetzt schon wieder? Ich nehme die dicke. Ich glaube, die hat sich eingeplündert. Sehr gut gemacht, Jasmin. Unten geht's weiter, ne? Ja, hallo? Ich wollte hier nur einmal schnell gucken, weil hier muss ja irgendwo der Lootback sein. Unten ist auch noch irgendwas. Ja, da geht's doch nach unten, oder nicht? Ja. Ja, sag ich doch. Aber von der anderen Seite kommst du da von der Treppe runter. Wo denn jetzt schon wieder? Hier geht's auch nach oben. Hä? Wo bist du denn jetzt? Hier im Badezimmer. Ganz klassisch ist neben der Dusche die Treppe zum Dachboden. Naja. Ja, die Hängetreppe, ne? Au. Hat der noch Fragen oder hat sich das jetzt erledigt? Du hast ihn verschwinden lassen, Jasmin. Ja. So, Nägel. Toll. Mit Köpfen. Nägel. Ja? Nö, ja, alles gut. Ich habe hier noch ein bisschen Medizin. Wo kloppen die sich denn jetzt durch? Ah, irgendwo unten draußen. Unten sind auch noch Bücher. Ah!
Komm zurück. Nee, sind doch nur zwei. Ja. Nee. Gut, doch. Hey. Ein wunderschön. Oh, hier, mega. Ach, du bist auch hier? Ja. Oh. Ich habe hier eine Bücherkiste, Jasmin. Hä? Mit Literaturwissenschaften, wie zum Beispiel Vehicle Adventures. Und Bauplan Kühlmaschine. Was ist das denn? Hier ist eine Durchsuche, kuriert von Nissa und der ist leer. Den müssen wir mitnehmen. Hey, wie willst du den mitnehmen? Oder? Hä? Kannst du doch nicht mitnehmen. Den musst du mitnehmen wahrscheinlich. Ich habe deine Tasche gefunden, oder? Ja. Warte mal, ich möchte dir noch was überreichen. Ja. Als Zeichen meiner Anerkennung. So. Wer schreit denn da draußen so? Ich weiß es nicht. Habe ich schon, aber benutze ich nochmal. Habe ich auch schon. Ja, sonst hätten wir die auch dem Händler verkaufen können. Ja, egal, meine Punkte. Wenn wir die verkaufen, kriegen wir auch Punkte. Uhr. Das will keiner hören, du Kuhscheißer. Ja, aber unten waren wir ja jetzt noch gar nicht. Nee. Mai, oh Mai, habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, ich hätte die Bücher abgestochen. Geil gemacht. Hier, guck mal. Ich habe hier den Kopf abgehalbt. Also einmal halbiert. Abgehalbt. Hä? Hier waren wir doch eben schon. Wo ist denn jetzt? Hier, rechts. Ja, nee, hier wollte ich auch rein, aber... Ein Weinkeller. Ja. Wow. Boah. Jedes Mal stehe ich drauf. Ja. Und ich konnte dir nicht helfen, weil du im Weg standst. Ey, was ist denn das hier? Warum stehe ich denn ständig auf diesen... Schön. Ah, okay. Hier ist dieser Raum, wo wir hätten runtergehen können ins Loch. Hier ist nichts. Ein Toter aus Stein. Ja, ein wunderschönes Kellergewölbe. Dieses Gebäude stammt aus dem Jahr 1743. Man beachte nur diese architektonische Glanzleistung. Ja, hier war ja jetzt nicht viel. Naja, was war das denn? Du konntest Kulturgut begutachten, ja? Wie hat die denn geschrien, eben? Hast du das gehört? Ja. So, Oh. Ist hier ein KFC in der Nähe? Der Schlüpper guckt hinten raus aus dem Kleid. Oh, ja. So. Hab's auch gesehen. Oh, jetzt? Wollen wir jetzt raus? Ja, jetzt können wir Rede mit dem Händler. Zurück zum Händler. Wieso zeigt er mir jetzt noch eine Tasche an? So. Hm. Hast du nichts rausgenommen aus der Tasche? Nein. War ja nichts drin. Sag mal nochmal. Ich habe die leer gehabt. Hm. Skurril. Ist deine Quest nicht meine? Ja, aber daran liegt's nicht. Bei mir steht Vorräte. Ach so. Nee, bringen die Vorräte. Ach so, müssen wir vielleicht meine auch noch suchen? Ey, hier ist ja über Stacheldraht. Was steht denn bei dir? Vorräte aus White River suchen. In 20 Metern. Ich glaube, du musst auch noch mal in die Tasche, jetzt wo ich dran war. Hä, aber ich war ja dran und dann war die leer. Er zeigt mir das hier lang. Habe ich mich erschrocken. Okay, und du sagst, hier ist eine Tasche?
Nee, der zeigt mir das hier an irgendwie. Das ist die Tasche oben. Bin ich mir ganz sicher. Ja, aber warum konnte ich denn vorhin nichts rausnehmen? Wo ging es hier nochmal nach oben? Durchs Badezimmer. Ach, du bist... Ja, Patrick, durchs Badezimmer. Genau. Genau. Ja. Und dann die Hänge... Ich wollte wissen, wo lang. Die Hängetreppe nach oben. Ach, halt die Klappe. So. Dann über die Standbalken. Ja, zeigt er mir immer noch nichts an. Ja, in 1 Meter. Muss ich da runter? Weiß ich nicht. Eigentlich ist das deine Tasche. Und da ist bei dir keine Kiste drin. Spreche ich Russisch, Japanisch, Indisch? Klar, Moment. Ich muss das mal kurz in Google-Übersetzer eingeben. Da steht auch noch Vollräte, Suche in 2,1 Meter. Ja, ich soll jetzt vorgehen, oder was? In 2,1 Meter? Hä? Dann fällt wieder runter. In 4... Hä? Das muss doch hier oben sein. Ich hätte ja gesagt hier, aber du standst ja direkt neben der Tasche, dann hat er gesagt 2,1. Aber hier oben ist nichts weiter. Also hier ist nur die eine Tasche. Nee, komm mal her. Ich hab die gefunden. Hier war ein Bild hinter vor. Hier, da war ein Bild vor. Ah! So. Ja, sieh mal einer an. Bin ich doch nicht so doof, ne? Naja, du, auf jeden Fall hast du es gefunden, ne? Das ist ja die Hauptsache. Ja, aber nichts von wegen, was du gesagt hast. Was machst du jetzt noch? Ich mach die Tür auf. Hä? Weil? Wollt einmal durch den Garten gehen. Geh doch, ich geh zum Händler. 22 Schrot. Hi, Jasmin. Schön, dass du da bist. Oh, Jetons. Jetzt habe ich hier aber gar keinen Platz. Jetons. So, ich hoffe, du hast die Pflanzenfasern nicht weggeschmissen. Ich hoffe eben gerade. Ich weiß. Will ich nicht haben. Ich bin jetzt abgehoben. Ich bin an einem Status hier angekommen in dem Spiel, also an einem Level, ne? An einem Punkt, wo eine Kehrtwende eintritt. Ich suche mir jetzt aus, was ich mitnehme. Oh. So. Gab es. Oh, was ist das? Das Müll. Das weiß ich selber. Hier war ich schon drinne, ne? Oh, 18 Holz. Hier, hast du einen Dietrich noch? Kannst den Geldautomaten auf
aufbrechen. Ja, kleinen Moment, ich bin dabei. Ein ATM. Du bist nass. Und dann mein Dietrich ist kaputt gegangen. Wo ist er denn jetzt? Da war doch eben einer. Oh. Das gab Moneten. Drinne ist auch noch Loot. Hä? Ach da. Hör doch mal auf mit diesem komischen Kabelzeugs. Das ist einfach nur widerlich. Und es macht mir Angst und ich schlafe schlecht. So, Fernseher, Kamera. Cool. Ich habe ihn geweckt, er hat gerade geschlafen. Au! Irgendwie wurde ich gerade zugestellt. Alter, wie der fliegt immer. Bum, bum. Er knallt. Ach komm. Weil hier ist nichts weiter, ne? Nee. Ey, der zeigt uns ja auch die Kiste an, die das Flugzeug runtergeschmissen hat. Ja, ja, ja. Ist mit aktiviert. Ja, ich meine nur, die ist auch hier in der Nähe. Ich hab's geschafft, ich bin der Erste. So, was möchte ich haben? Ich würde sagen, ich nehme den geschmiedeten Stahl. Er lässt immer die Tür auf, ey. Ja, damit du noch rein kannst. Ich kann die Tür auch aufmachen wieder. Nein, kannst du nicht. Kann ich wohl. Nein, kannst du nicht. Davon haben wir schon ein paar. Ich hätte die irgendwo reinmachen sollen. Boah, jetzt bin ich dumm. Ja. Ich bin so dumm, Jasmin. Ich weiß. Aber dafür bin ich ja bekannt, ne? So, das. Man kann nicht mal dahinter gehen, ey. Er will mich schon wieder rausschmeißen. Er freut sich auch, wenn er das zu dir sagt. Ja. Ich finde auch, er ist ein ganz schöner Arsch. Gut, mehr geht nicht, aber... gleich eine Aufgabe mitnehmen. Abholen, säubern. 182 Meter. Accepted. So, hier wollte ich noch einmal reingucken. Hackers. Atomjunkie. Naja, gut, nu ist zu spät. So, dann kann ich einmal durchreparieren. Bist du fertig? Ja, ja, ich warte nur auf dich. Wieso kann ich das nicht nehmen hier? Ich weiß es nicht. Hä? Achso, warte mal. So. Ja, ich würde sagen, die Quest könnte man auch noch machen. Aber ein Buch fehlt mir noch, ne? Oh, ein Buch noch und dann kann ich endlich loslegen mit Arbeiten. Oh, schön. Endlich mal was bauen.
Der hat voll den alten Kalender da hin. 2013. Hm. Der ist aber nicht ganz aktuell auf dem Laufenden. Der ist von gestern, der Typ. Well, if you got money, I guess I can stand your smell. You don't buy something next time, I'll shoot you. Naja, Achichi. Du mich auch, ey. Was ist Achichi? Achichi. So, Rag. Hurry du, ich muss los. Ich gehe durch den Exit. Ja, jetzt erstmal. So, wollen wir die nächste Quest im nächsten, in der nächsten Folge machen, Jasmin? Mhm. Alles klärchen. Dann würde ich sagen, das war's von heute für uns. Das war's von uns für heute, logischerweise. Wir sehen uns morgen wieder. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.